Gut, wir sind hier jetzt hier auf Seite 304. Moses und Maja sitzen in Majas Küche. Jakob ist an einem Abend anderweitig beschäftigt. Und Maja hat in einem fünfköpfigen Theaterkollektiv wollte eine junge Inszenierung am DT machen mit ihrer besten Freundin Nilo. Da hat sich ein Kollektiv zerstritten und da ist die Stimmung jetzt relativ mies und sie versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Moses hilft dabei. Guck mal, sagte Moses, deine ehemalige Freundin Milou ist auf Twitter. Hier ist ein zufälliges Fundstück aus dem Jahr 2011. Frau Petri, deine Möse ist böse. Damals gab es nur 140 Zeichen, sonst hätte sie sich bestimmt differenzierter ausgedrückt. Moses reichte das Handy und Maja las. Wenn ich 100 Kilo wiege, sitze ich nur noch vor der Glotze, aber bis es mal so weit ist, bewege ich meine Fotze. Ich bin beeindruckt, sagte Moses. Es war ihre Hip-Hop-Zeit, sagte Maja. Moses nahm das Handy wieder und las, dein Gehirn ist nicht mehr ganz Uschi und ich scheiß auf deine Trans-Muschi. Eieiei, das wird nicht gut ankommen. Das deutsche Theater sollte sich fragen, ob es Leuten, die solchen Hass verbreiten, eine Plattform geben will. Da war sie 19. Ja, mit 19 ist man alt genug, um zu wählen, Auto zu fahren und sich fürs Vaterland erschießen zu lassen. Du klingst wie mein Opa. Junge Dame, ich darf daran erinnern, dass du dir deine Opas nur ausgedacht hast. Mann, rief Maja und schlug mit beiden Fäusten auf den Tisch. Was ist denn los mit dir? Ich versuche dir nur zu helfen. Aus diesen Tweets ließe sich ein schöner Skandal bauen. Jede Wette, dass es auch irgendwo antisemitisch wird. Vielleicht schreibt sie sogar irgendwo das N-Wort. Das wäre der Jackpot. Soll ich mal suchen? Nein. Na gut, andersrum gefragt. Möchtest du Nilo darauf hinweisen, dass sie ihre alten Tweets von 2010 bis vorgestern besser mal löschen sollte? Maja schwieg. Siehste, jetzt wird's interessant. Selber willst du dieses gefundene Fressen nicht servieren, aber wenn andere das tun, hättest du nichts dagegen. Menno, ich versuche doch nur das Ausmaß deiner Verletzung auszuloten. Nilo ist nicht das Problem, sagte Maja. Julian ist der Arsch. Aha, sollen wir den auf Twitter suchen? Der postet bestimmt nur einmal am Tag, wie sehr sein Privileg checkt. Das muss noch nichts heißen. Gerade bei diesen Turnübungen der Tugend kann man fies im Fettnäpfchen landen. Einmal eine dicke rassistische Vorstadtmutti gegen einen edlen Geflüchteten antreten und hast mir dabei gedacht, super, gibt bestimmt viele Likes. Aber dann schreit irgendjemand frauenfeindlich und Fatshaming, der Mob wütet, Karriere im Eimer. Ich wüsste gerne mal, was er eigentlich will. Ich kenne diesen Julian nicht, sagte Moses, aber er will wahrscheinlich das, was alle wollen. Karriere, Erfolg, Status. Und was hat er dann davon, wenn er mich rausmobbt und Nilo promotet? Das können wir leicht herausfinden. Wir brauchen nur etwas Religionswissenschaft. Ganz einfach. Julian hat die Situation analysiert und richtigerweise erkannt, dass er allein kaum Karrierechancen hat, weil auf absehbare Zeit Frauen und Migro die Nase vorn haben werden. Gern auch trans, aber da gibt es nicht so viel. Er kann also noch so sehr den progressiven Streber raushängen lassen, das wird am Ende nicht den entscheidenden Vorsprung bringen. Mittelmäßige Stelle als Dramaturg in einem mittleren Theater wäre drin, aber er will mehr, er will Regisseur sein. Was braucht er also? Genau, ein Kollektiv mit Minoritätenmehrheit, unter dessen Flagge er segeln kann. Zweitens. Er hat mit Adlerblick erkannt, dass Milo und du die Talentierten sind. Zusammen seid ihr spektakulär, keine Sau interessiert sich für den Rest. Also muss dieses Duo gesprengt werden. Dich kann er leichter loswerden. Weiße cis-hetero Frau, weg damit. Milo war ja schon in den Medien. Ja, dafür hat er selber gesorgt, sagte Maja. Siehste. Also lässt er sie jetzt die Arbeit machen, ihren Namen draufschreiben. Und wenn das Stück ein Erfolg wird, kriegt sie als Einzelperson weitere Angebote, die sie annehmen wird, weil, wie er richtig erkannt hat, ihr Herz auch nicht so extrem für dieses Kollektiv-Ding brennt. Er macht damit im beschrumpften Kollektiv noch zwei oder drei Produktionen und ein paar neue Leute dazu. Und dann ist bei sämtlichen Aktivitäten er derjenige, der das ganze soziale Kapital einsackt, weil er mit dem Intendanten abhängt und sich mit dem Chefdramaturgen oder Schlimmsicht unterhält, während die anderen saufen gehen oder Atemübungen machen. Dann ist er irgendwann bestens vernetzt, macht erst Produktion unter eigener Flagge und lässt das Kollektiv auslaufen, ohne dass man sich hier offiziell getrennt hätte. Puh, sagte Maja und schaute in die Zimmerecke, als wäre er schlecht. Ja, dann ist er angekommen, wo er hin wollte, und ab da reicht es sich in die vier vorgeschriebenen Himmelsrichtungen zu verneigen und zu sagen, dass man auch anderen Stimmen Raum geben wolle und bla bla bla. Solange man diese Gebete aufsagt, ist egal, ob man auch tut, was man da predigt. Maja atmete hörbar aus. Du bist so zynisch. Wieso denn ich? Wenn hier irgendwer zynisch ist, dann dein Freund Julian. Wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Bernd. Siehst du, nämlich ein 8 Leute mit einsilbigen Nachnamen. Warum? Einfach so. Ich wollte was Absurdes sagen, um meiner messerscharfen Analyse die Spitze zu brechen.
Maya sagte nichts. Stattdessen schenkte sie sich ein großes Glas Wein ein und nahm einen großen Zug. Das ist alles so schlimm, sagte sie. Moses nickte und sagte, es kommt sogar noch schlimmer. Wie denn? Diese Situation hier, sagte Moses, ist auch schlimm. Na, was hat denn hier soeben stattgefunden? Na, sagte Maya, du hast Julians Karriereplan analysiert. Ja, und was war das für ein Vorgang? Weiß ich nicht, sagte Maya, bin betrunken. Dann sage ich es dir. Mansplaining. Ja, richtig, ja, ich verzeih dir. Und dass ich dir das mitteilen muss, ist schon wieder Mansplaining. Auch richtig, sagte Maya, aber ich würde lieber weiter bei Julian reden. Zu Julian fällt mir nichts mehr ein, Fall geklärt. Ich finde Mansplaining spannender. Nehmen wir an, ein Mann sagt zu einer Frau, Aya Popaya, oder ich liebe dich. Ist das Mansplaining? Aya Popaya ist sexuelle Belästigung, murmelte Maya, ließ den Kopf auf den Tisch sinken und begann laut zu schnarchen.